Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. In der letzten Episode haben wir es geschafft zu lernen, wie man hier Bäume fällt. Jetzt will ich hier auch mal hier so und stimmt, wir können ja jetzt den Rasen hier fertig machen. Ja, Mann. Boah, das ist so geil. Wir machen jetzt unser Haus hier schön, beziehungsweise den Garten. Oh, nice. Ja, Mann. Ich feiere das gerade richtig, ey. Endlich haben wir einen vernünftigen Rasen hier. Oh, nice. Ja, das gefällt mir richtig, ey. Was haben wir denn da? Ist das ein Spielzeug von Rex gewesen hier? Interagieren? Ach, Tatsache. Lassen wir da mal liegen. Trimmer. Boah, das feiere ich gerade übelst. Können wir endlich mal einen vernünftigen Garten haben und so, dann sieht der Rasen auch mal schön ausgepflegt, nicht so verwuchert. Oh, nice. Klar, das wird jetzt ein Weilchen dauern, bis ich den kompletten Garten hier fertig habe, aber ja, ist mir jetzt auch egal. Wir werden den jetzt fertig machen. Heute in dieser Episode trimmen wir nur den Rasen. Ja. Haben wir noch ein Stück? Ah, oben auf der Minimap wird auch angezeigt, so wo überall noch was an Rasen ist. Da vorne zum Beispiel. Und da hinten haben wir auch noch was. So, oder komm, wir machen so. Ey, hatte ich euch nicht entfernt gehabt? Boah, das ist ja richtig nice. Oh, ich habe hier jetzt kleine Schneise übrig gelassen. Aber egal. Komm, jetzt machen wir einmal hier. Und so. Boah, ich feiere das gerade übelst, ey. Das Haus sieht dann gleich ganz anders aus. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Versucht es schon wieder nachzuwachsen oder was? Ah, wenn ich zu hoch habe, dann. Ah. Dann schneidet er nicht mit. Oder nicht zu Ende. Also ich muss hier die ganze Zeit blöd auf den Boden gucken, oder wie? Ne, egal, wenn es danach gut aussieht. Hier fehlt auch wieder ein Stück. Moment mal. Hier fehlt ja ein Riesenstück. So, und dann
Ups, da war jetzt ein Ruckler, weil das Spiel speichert. Boah, das wird aber... Ich glaube, diese Folge mähen wir nur den Rasen. So. Guck mal, das sieht schon auch wieder ganz anders aus. Boah, wie viel Wert dann die Immobilien haben werden, wenn ich dann von denen hier den ganzen Rasen fertig mache und so. Aber wie viel Zeit das dann aber auch wiederum kostet. Gerade auch für so ein Let's Play. Ich kann ja nicht bei jeder Immobilie so eine ganze Folge nur Rasen mähen. Wird auch schwierig. Ich muss mal schauen, ob wir vielleicht auch irgendwie einen besseren Rasenmäher kriegen können oder so. Obwohl, im Großteil haben wir schon fertig hier. Ich schau mal unter Verbesserungen. Ach, hier haben wir noch was. Ja, komm, wir machen das hier. So. Kann ich hier vielleicht so was? Ne. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Ja, okay, also. Den besten Rasenmäher können wir jetzt, glaube ich, nicht holen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber auf jeden Fall, der Garten wird dort auch gehen. Ja, der speichert mir zu viel, da kommen immer zu viele Ruckler. Muss ich wohl nachher was an Einstellungen ändern? Hier war noch irgendwo was. Da. Und schon wieder hier was übersehen und da auch. Ja, das wird ein Projekt hier. Allein der Rasen. Hoppla. Ja, komm, wir fällen jetzt den Baum. Den brauchen wir jetzt nicht. Den da brauchen wir auch nicht, dann machen wir den auch mal weg. Ja, dann haben wir das auch schon fertig. Trimmer, ja. Dann trimmen wir hier mal weiter. So.
Aber ich bin jetzt am Überlegen, hier vielleicht den Garten noch ein bisschen weiter auszubauen. Drinnen haben wir ja das größte Teil schon. So wie wir das haben wollen. Oder besser gesagt, ich. Weil immer, wenn die Folgen kommen. Ja, ihr könnt aber auch gerne mal Vorschläge machen, wie man ein Haus oder eine Wohnung hier mal gestalten soll. Würde mich auch interessieren, dann hätte ich auch mal Bock, dann hätte ich auch mal andere Ideen, statt immer dieses Düstere. Und das hier war ja auch schon vorher so ein Barbie-Haus. Deswegen, ja. So, Barbie-Haus war schon, also habe ich zwar jetzt nicht selber gestalten, aber ja, habe ich halt so übernommen. Wo ist denn hier jetzt? Habe ich jetzt nicht gesehen, aber auf der Karte war das jetzt. Und jetzt ist weg, ist dann immerhin. Dann haben wir das gleich auch schon fertig hier. Ist ja jetzt nur noch das bisschen hier. Und dann sind wir auch gleich irgendwann fertig. In gefühlt 1 Million Jahre. Dauert auch wirklich schon ewig hier. Ja, kommen wir straight durch. Bin ich froh, wenn das jetzt gleich fertig ist, ey. Irgendwie wäre es geil, wenn ich hier so einen Rasenmäher-Trecker hätte. Für dieses große Gelände hier. Dann würde ich hier einfach nur durch den Rasen tuckern. Wäre auch richtig geil. Boah, da bin ich froh, wenn das jetzt gleich fertig ist. Dauert mir schon noch ein bisschen zu lange mit dem Rasen. Okay, ist auch ein großes Grundstück. So, und jetzt hier das letzte bisschen. Ah, doch nicht ganz. Das ist der letzte. Oh. Was habe ich jetzt vergessen? Und das hier.
Gleich haben wir jetzt fertig. Hoppla. Hier ist noch irgendwo was da. Boah, sieht mega nice aus. Gefällt mir jetzt viel, viel mehr. Ja. Haben wir jetzt nur ein bisschen mehr als eine Viertelstunde daran gebraucht. Was können wir eigentlich noch hier machen? So, Shop, Garten. Bodenbedeckungen. Ja, die haben wir ja schon gehabt. Dann Erholung. Große Hundehütte, Usper, kleine Hundehütte, Holzschaufel, Taubenschlag. Boah, so ein Taubenschlag wäre schon geil. So erinnert mich ein bisschen so an Assassin's Creed. Komm, machen wir schwarzes Holz. Hier schwarzer Stahl. Das ist ja auch schwarz. Ja, dann haben wir hier so einen Taubenschlag wie in Assassin's Creed. Oh, müssen wir jetzt erstmal da hinten hin rennen. So, hier haben wir einen Taubenschlag. Was gibt's denn noch? Pizzaofen ist klar. So. Ich kann hier einen ganzen Spielplatz machen. Oh, Grill. Den will ich haben. Den brauche ich. Komm. Schnell dahin. Den stellen wir dann provisorisch erst einmal hier hin. So, Sandkasten, Projektor, Grill Fury. Kinoleinwand im Freien, was? Ah, der ist mir aber ein bisschen zu klein. Hundeschüssel, Reifenschaukel, Kinderschaukel aus Plastik, Gartenschaukel, Karussell Dage. Außenfitnesscenter, was ist das alles? Dann hier für Kinder. Grills und Feuerungen. Okay. Für Haustiere. Komm, ich gönn mal hier unserem kleinen Rex. Ne, den will ich vielleicht irgendwie. Komm, wir nehmen das hier. Hier haben wir wieder schwarz. Und dann Matratze. Komm, rot. Ränder schwarz, oder? Oh Gott, ne. Lass mal schwarz und dann Vorderseite. Ja, Mann, Rex, du kriegst hier ein richtiges Paradies. Und voilà. Montieren. Ach so. Ah. Okay. Nice. Okay, ich finde es interessant, dass es dafür keine Töne gibt, aber Name ändern. Komm, zeichnen. Ah, okay, hier ist schon Ende. Die kann ich so ändern und dann. Ah. Ja, Rex. Ja, nice. Aber der Kleine wird sich freuen. So. Hm.
Was gibt's hier noch? Und für Rex hier draußen auch noch mal. Du kriegst noch hier noch mal zusätzlich mit Nahrung füllen. Ja, und hier mit Wasser füllen. Nice. Die Kleine wird sich freuen. Apropos Nahrung und Wasser, der braucht bestimmt hier auch. Na doch nicht. Wo ist denn der Kleine? Bestimmt oben, ne? Nee. Hä? Der muss hier irgendwo sein. Ja, der ist in der Couch. Was macht er in der Couch? Komm mal her, mein Kleiner. He? Komm. Ja. Komm mal her. Komm, ich zeig dir mal was Hübsches. Extra für dich geholt. Guck mal. Hier. Ja. Ja. Guck mal. Guck mal da. Das ist deins. Du hast ein eigenes Haus. Ja. Das ist deins. Glücklich. Oh, du hast ja aber Hunger. Mit Nahrung füllen. Komm, kriegst noch mal ein bisschen was. Ich will ja, dass du groß wirst. Okay, gucken wir mal, was hier noch gibt's hier. Schaukeln. Okay. Zubehöre. Ja, mehr glaube ich von denen. Brauchen wir Konstruktionen. Ah, hier gibt's Zäune. Geräteschuppen. Dunkles Holz, komm. Wir nehmen das. Oder. Ja, komm, wir nehmen das. Wir brauchen Schuppen hier. Ach, den muss ich auch noch gleich selber montieren. Okay. Den würde ich sagen, stelle ich da hinten auf. Den Geräteschuppen. Hier. Jo. Ah. Ah, okay. Die Dinger. Die muss ich auch noch festschrauben. Die hier. Alles klar. Jetzt haben wir hier einen kleinen Geräteschuppen. Nice. Wird langsam. So, was gibt's noch? Niedriger Holzzaun. Torreo. Zaunreo. Enger Gitterzaun. Großes Schwimmbad. Schwimmbecken mit Gegenstrom. 3 Stufen Gartentreppe mit Pflasterstein Doppel-T. What the? Gartenlaube Minio. Boah. Nice. Nice. Den will ich haben. Den stelle ich aber hier hin. Ah, den darf ich auch noch montieren. What? Okay. Ah, hier. Jo.
Ah, die darf ich auch noch. Okay. Okay. Dann haben wir den auch schon mal. So, einfaches Zelt, runde Gartenlaube mit Kuppel und Ornament. Brücke. Ja. Zaunbuntstifte. Moco Pergolo? Was das denn? Wofür ist das? Moco Pergola. Entschuldigung. Habe ich falsch ausgesprochen. Ja, aber ich würde dann hier nochmal auf die Zäune gehen. Würde dann eher auch sowas hier in der Richtung nehmen. Oh. Was gibt es denn hier für Holzarten? Grau, dunkelbraun. Ah, brasilianische Wand. Die gefällt mir. Dann würde ich sagen, hier sperre ich so ab. So. Und so. Vielleicht eher so. Oder warte mal. Da. Ah, hier gab es den auch noch mal. Dann kann ich den hier vielleicht umdrehen noch mal. So. Und dann hier am Ende hin tun. Ein bisschen so. Ups. So müsste das dann sein. Dann müsste der auch noch mal hier hin. So sieht's doch gut aus. Dann kann ich die hier auch wegmachen und dann. Aber hier hinten auch noch mal sauber machen. Ist das hier vielleicht die Hälfte des hohen Querzauns? Kann man davon auch mit Tür oder so machen? Das frage ich mich jetzt. So, den möchte ich gerne hier haben. Warte. So. Und hier. Dann möchte ich dann eine Tür in dieser Breite haben. Der ist jetzt nur provisorisch, damit ich eine Abgrenzung habe, damit ich weiß, wie breit das Ding sein soll. Muss das so sein? Ne, da muss ein kleines Stück mehr hier hin. Dann will ich den so haben. Jetzt scheint das gerade zu sein. Okay, dann machen wir den Rest. So. Oh. So muss das sein. Dann kaufen wir wieder weiter.
Ah, Rex, ich habe gerade keine Zeit. Ich spiele gleich mit dir, ja? Ich gebe dir gleich Aufmerksamkeit, Rex. So, dann muss ich den gleich noch holen. Der ist ein bisschen schmaler, glaube ich. Nee. So, den hier dann. Ja, und dann noch das hier. Perfekt. Oh, es sieht jetzt ganz, ganz anders aus. So. Sonstiges. Zäune. Ach so. Gehen wir hier nochmal zurück. Konzentrieren. Lichter. Kümmere ich mich später. Möbel. Behälterfähige Käfig Lovesta. Oh, das sind schon auch nice Möbel. Das will ich dann vielleicht. Was ist das? Dunkelgrau? Schwarz? Ja, kann ich die ins Pavillon stellen? Das wäre wohl geil, wenn ich die einfach hier hinstellen könnte. Ja, kann ich sogar. Geil. Würde ich sagen, hier kommt einer hin. Dann hier und hoppla und hier. Ah. So richtig, wie ich das haben möchte, funktioniert das doch nicht so. Dann stelle ich den hier hin. Darin. Ja, okay. Den dann hier. Ja, passt wohl, sag ich jetzt mal. Was für einen Tisch nehmen wir für die Mitte? Tisch Jamaika. Komm. Hier haben wir schwarz. Schwarz, Beine, warum nehmen wir auch schwarz? Und der kommt genau in die Mitte. Nice. So, Hängematt, Drehlot. Ist auch nicht schlecht, aber den nehmen wir jetzt mal nicht.